Okay, haben wir alles? Ja. Bist du ready? Si. Für die absolute Qual? Wir haben nämlich etwas mega Geiles vor, das würdet ihr niemals erraten. Das haben wir doch schon im Thumbnail gesehen. Wir waren beide noch nie in der Wüste mit unseren Fahrzeugen. Lana freut sich da unheimlich drauf. Die liebt die Wüste. Warst du überhaupt schon mal in der Wüste? Ja. Ach so, okay. Aber nicht mit dem Auto. Okay. Ja, dann ist wieder cool. Wir sind auch mega gut darauf vorbereitet, nämlich gar nicht. Ja, wir fahren vorher noch einkaufen, ne? Ja. Irgendwie was. Wasser haben wir. Ach, Wassermelone. Was noch? Wassermelone. Und dann geht's straight in die Wüste rein und mal gucken, was uns erwartet. Es könnte total geil werden, aber es könnte auch fürchterlich in die Hose gehen. Ja, die halbieren und in der Wüste stehen. Glaub mir, die sind sofort weg. Das ist eine verdammte Wüste. Oh mein Gott. Was machen wir für ein Scheiß? Ey, so langsam weiß ich nicht, ob wir das überleben werden. Boah. Das ist echt eine verdammte Wüste. Wir sind ganz normal gefahren. Zack, ist das eine verdammte Wüste. Hammer, ne? Guckt euch das an. Boah. Ey, ich stehe hier und ich habe sofort Durst. Ich habe einfach schlagartig Durst. Schon allein vom hier stehen. Hammer, ne? Die Fahrt hier ist schon mal so krass. Ich habe so geheult, einfach hier anzukommen. Und boah, das berührt mich einfach, diese Landschaft. Ne? Und dann hast du diese, wie so eine Oasis, das hier unten. Ja, das wird bewässert und so. Ne? Normalerweise wird sowas hier nicht wachsen. Aber gut, dass es hier windig ist, ne? Ansonsten würden wir sterben. Ja, lass mal die Fenster offen am besten. Nee, wegen Sand und so. Bei mir wegen Staub. Ja, ich habe das Gefühl, hier hat es vor kurzem geregnet. Deswegen scheint alles feste zu sein. Aber ich sag das eine und gleich kommt hier so ein Sandtornado oder so. Boah. Autsch. Boah, Wahnsinn. Wow. Boah, das ist hart, aber gleichzeitig weich unter den Füßen. Seht ihr das? Das ist so bröckelig, aber wenn man drauf drückt, dann sackt das voll ein. Ich werde gleich mal meinen Spaten holen, dann buddeln wir hier so ein Loch. So, da oben ist das Auto. Oh. Ich habe mir eben was zum Mittag gegönnt. Warum schmeißt das wirklich in den Film? Das kann ungesund sein, sowas anzufassen. Wenn du ganz mutig bist, leckst du da dran. Da kannst du doch Schmuck draus machen, ne? Oder ja, nicht? Natürlich. Alter, so Schmuck ist richtig gerne. Krass, wo hast du es gefunden? Ja, da irgendwo. Da ist noch mehr, ich sehe das von hier. Ja? Sieht aus wie Holz. Da ist nur ein Weg, das rauszufinden. Es wäre schon ziemlich beeindruckend, wenn jemand das aus Holz nachgemacht hat. Das sind Knochen. Ja, boah, sieht das cool aus. Guck mal, wie das vertrocknetes Knochenmark. Geil. Das sogar verschimmelt. Aber man merkt, die Luft ist hier total staubtrocken. Luftfeuchtigkeit ist unter 40%. Ist interessant. Der sagt 34 Grad. Der sagt unter, das Ding ist wahrscheinlich kaputt. Gönnen wir uns als Erfolgserlebnis die Wassermelone. Boah. Die kann man auch essen. Ja. So, hol dir einen Löffel. Ich bin gespannt, ob die Schlangen sind. Das stimmt. Piep, piep, wir haben das ganz erlebt. Guten Appetit. Lana? Mhm. Ich. Ich bin pleite, deswegen oh mein kommt Gott. Jetzt Trick 17. Ja, oh, voilà. Als wäre nichts gewesen.
machst schon Freunde mit den Wüstentieren. Ja. Wir sind quasi von einem gottverlassenen Ort in den nächsten gefahren. Hier gibt's keine einzelne Menschenseele. Der absolute Tod hier. Ja, zum Glück haben wir genug Wasser dabei, denn hier überleben nur die Härtesten der Härtesten. Und kleine Vögel, die wir gesehen haben. Ich habe was zu essen gefunden. Eine kleine Grille. Boah, wie fliegst du denn daher? Ich werde Lana heute mit einem ordentlichen Mahl bescheren. Wo ist er hin? Hier ist alles voller Muscheln. Ey, ich glaube, wenn es regnet, dann ist hier auch alles überflutet. Ne? Da sind überall Muscheln. Oh shit. Ja, das sieht man ja auch. Wenn sich Wasser bildet, dann gibt es hier überall diese, diese Löcher und sowas. Das sickert hier nicht ab, sondern das spült alles weg hier. Ne? Shit, dann hoffe ich, dass es nicht regnet. Ja. Man muss hier auf jeden Fall mega viel trinken. Die Trockenheit und der trockene Wind vor allen Dingen, der zieht die ganze Feuchtigkeit sofort ab. Wie kann so eine Pflanze hier einfach so überleben? Zu Hause habe ich die gehegt und gepflegt. Wir haben scheinbar eine Allergie auf Wasser. Und hier? Dreck! Jawohl, gib's mir! Respekt, Bruder. Fistbump. So, die Sonne geht langsam unter. Wollen wir ein bisschen Spazierkowskien? Ja. Ist auch super geil, dass es hier so windig ist, ne? Ansonsten würden wir sterben. Wie kann denn hier überhaupt irgendwas leben? Guck mal, ne? Ja, die passen sich halt an. Meine Grille dachte sich so, ah, das ist nice. Na gut, wird hier wahrscheinlich nicht viele Feinde haben. Mhm. Ja, das stimmt. Doch, hier. Guck. Was auch immer das ist. Springende Ameisenmutationen mit Spinnen. Ach, die kämpfen. Laber doch nicht. Das ist eine Spinne, die gerade eine riesen Ameise mit dem Kopf frisst. Alter. Die sollten zusammenarbeiten. Damn. Es ist so trocken und trotzdem sind hier Pflanzen und Tiere und irgendwie hat sich irgendein Leben hier gebildet und diese ganzen Formationen nur durch Wind und ich finde das wahnsinnig faszinierend. Und das ist so schön, guck mal, so ein Sonnenuntergang kommt ganz anders rüber, wenn du so Semi, das ist ja wie eine Semi-Wüste, aber auch auf Dünen oder, boah. Findest du Wüsten dann interessanter als so eisbedeckte Bergspitzen? Ja. Warum? Also die sehen auch krass aus. Ich weiß nicht, ich weiß, beides ist ja tot auf irgendeine Art und Weise. Das eine ist das komplette Gegenteil von dem anderen. Aber ich glaube. Das ist, ach so, von der Temperatur her. Ja, genau. Sieht auch schön aus so von der Wüste. Es war so. Ja, für mich sieht das alles nach tot aus. Die Berge sehen auch so schön aus von hier. Ja, ne? Die große Gedeckhaufen. Die für irgendwie versteinert genug sind, dass man drauf rumklettern kann und dann sind da einfach Blümchen hochgewachsen. Schön. Das beschreibt so ziemlich jeden Berg. Ja. Wie süß unsere Autos aussehen. Ja, ne? Ja, sind weit weg. Boah, es ist ganz nah dran. Das war jetzt nichts, ne? Das gefühlt. Es ist echt gechillt, hier so lang zu laufen. Hier war jemand mit dem Dirtbike unterwegs. Sieht aus wie so ein Händler aus einem Computerspiel, Fallout oder sowas. Hast du ein paar Kronkorken für mich? Friend, on my piece of dirt. It's very fresh from the ground. You can get it nowhere but here. That's not supposed to happen. Sieht auch aus wie so ein Sandmensch. Wahnsinn, ey. Boah. If you don't like dirt, I also have some tires for you. Hallo. Oh.
Hier unten könnten Schlangen sein oder so. Ups. Boah, wie sich das anfühlt. Boah, das ist abgefahren. Boah. Sieht geil aus. Ja, Hammer. Ich habe echt Schiss, dass hier irgendwelche Tiere rausgesprungen kommen. Das wäre mega geil, wenn sich hier wirklich, wenn es mal regnet und sich hier Wasser bildet. Boah, das wäre so lustig, hier lang zu schwimmen. Wo führt denn das dahin? Boah, das ist hohl. What? Für ein Loch. Wow, ich fall fast runter. Hallo. Abgefahren! Lana geht voll auf, die liebt es. Ich glaube, sie war in ihrer Kindheit so selten in Sandkasten. Wie macht man Lana glücklich? Einfach einen Haufen Sand. Boah. Aber pass auf, manchmal sackt das unter einem ein, so ein bisschen, ne? Meinst du, jetzt kommen hier abends irgendwelche Tiere raus? Ja. Sind das diese süßen Vögelchen, die wir auf dem Schild gesehen haben? Weiß ich nicht, aber süß sind sie trotzdem. Meine Sorge sind Schlangen. Naja, ich glaube, die gibt's hier nicht. Ich habe keine Spur von Schlangen gesehen. Meine Sorge sind Schlangen, schade. Ja, so diesen süßen Verwalten. Da hinten, ne? Die Aussicht, die ist schon. Wollen wir es weitergehen? Weißt du, was auch mega krass ist, was ich gerade merke? Jetzt, wo die Sonne weg ist, ne? Ja. Merkst du, wie kalt die Luft wird? Mhm. Ist heftig, ne? Ja, und so geht es hier ewig weiter. Bin mal sehr gespannt, wenn es jetzt so schnell so kalt wird, ob es morgen früh schlagartig heiß wird. Das wird kacke, von Hitze geweckt werden. Boah, habe ich da keinen Bock drauf. Ja, und so wanderten wir und wanderten wir. Es geht hier einfach ewig so weiter. Es geht hier einfach verdammt ewig so weiter. Boah, echt krass, ey. Da unten will ich nicht sein. Boah, da kommst du ja nie wieder raus. Boah, Alter, ist das tief. Da, wo wir eben waren, das ist ja ein Witz gegen. Geht, ne? Ja, doch. Der Boden rutscht hier komplett weg. Boah, Alter. Wow. Wow. Das geht schnell. Das sieht aus, als ob sich so ein Wüstenbewohner ein Klöchchen gebaut hat, ne? Ich muss mir das ansehen. Wow. Boah, der Sand ist total warm. Okay, macht Sinn. Ist einfach so ein Polster, irgendein Brett. Kannst du mir helfen? Eins, zwei, drei. Danke. Sand, wer hätte das gedacht? So, mal angenommen, wir sind jetzt hier und die Wüste ist unendlich weit in jede Richtung groß und wir hätten unsere Autos nicht. Was machen wir? Sterben. Okay. Lana, die Wüstenfrau, führt uns jetzt zurück zum Auto. Da sind überall Schluchten. Aber ihre vererbten Instinkte zeigen ihr den Weg. Und gleich fällt sie einfach in so ein Loch rein.
Da lang. Ah, du hast mein vollstes Vertrauen. Ja, hier könnten Schlangen sein. Vorsicht. Kennst du den Weg? Ja. Lana, die Wüstennomadin, kennt den leichtesten Weg da hinten zu den Autos. Das war wunderbar, ich werde sie weiterempfehlen. Fuchs. Jo! Also ein Riesenvieh, ne? Ja. Sagt man, die verletzt man sich drin. Ja, die verletzt sich. Außer die haben Tollwut, das hatte ich in Lettland. Oh, ja, das ist kacke. Nicht hingehen. Okay, ich bin in Lettland hingegangen. Das ist jetzt. Aber eigentlich nicht hingehen. Also halt mit dem Auge am besten. Das irgendwie schützen will. Und nachts wird so ein Kreis, da ist eine Frau, die gespottet wird. Ja, du. Guck mal, der hat uns auch gespottet. Wo geht er hin? Er geht Richtung unserer Autos. Okay, vielleicht beeilen wir uns oder vielleicht gehen wir extra langsam. Ich weiß nicht. Meinst du, der Fuchs begrüßt uns gleich? Nope. Hast du ihn irgendwo gesehen? Nee. Ich versuche gerade. Vielleicht begrüßt er uns an mit so einem... Guck mal, es sieht aus, als wenn er zuerst an unseren Autos sein möchte. Guck, wie er rennt. Ey! Er kommt uns bestimmt nachts noch mal besuchen. Ja. Ich leg dann das Essen bei dir in dein Auto. Guck mal, über die Enkel. Ey, wie frech. Ja, heute Nacht wird er auf jeden Fall vorbeikommen. Vielleicht ist er jetzt schon am Auto dran. Ich fühle mich einfach nur emotional, es ist so unglaublich schön. Ich fühle mich so richtig dankbar und gesegnet, hier zu sein. Ja, ist schon nice. Aber kennst du so Momente, wo dir einfach auch Sachen bewusst werden und du, keine Ahnung, dir einfach vor Augen hältst, wie du leben darfst. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Dass wir einen Fuchs gesehen haben, ist auch noch sehr besonders, ehrlich gesagt, weil normalerweise sieht man den nicht einfach so alle Tage, vor allem nicht hier unbedingt. Das war schon ein bisschen special. Moin. Ich kann es nicht fassen, wir sind ja immer noch in der Wüste. Die Sonne ist jetzt draußen, seit einer Stunde ungefähr. Ich weiß nicht, ich habe so geht so geschlafen, weil die Luftfeuchtigkeit ist einfach so in die Höhe geschossen. Es war echt komisch hier zu pennen, weil man hört auch, wenn da hinten irgendwo jemand herläuft oder irgendein Tier Geräusche macht, das hört man sofort. Ich habe noch gemischte Gefühle, warten wir mal, was Lana dazu sagt. Vom Fuchs habe ich nichts mitbekommen, aber mich hat eine Mücke genervt. Übrigens, bei Mücken habe ich einfach ein Mückennetz, das ist das Beste. Da habt ihr nie wieder Probleme mit Mücken. Im Schlaf zumindest. Und tagsüber sitze ich dann im Ventilator, weil Mücken haben Probleme, im Wind klarzukommen. Deswegen wundert mich das, dass hier in so einer windigen Gegend eine Mücke vorbeikommt. Nein. Das ist schlimmer, als von der Sonne geweckt zu werden. Ja? Es tut mir leid. Wie hast du gepennt? Weiß ich noch nicht. Die Luftfeuchtigkeit ist mega hoch gewesen heute Nacht. Bei mir ist alles so klamm irgendwie. Ja, also bitte vor allem da. Ja, ist eigentlich ganz erträglich, ne? Alle sagen immer, die Sonne ist so schlimm in der Wüste. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe das Gefühl, ich krieg Kopfschmerzen, ja, von der Sonne. Hammer. Es ist noch nicht mal 10 Uhr. Wie viel haben wir denn? Es ist noch nicht mal 10 Uhr.
Was macht man so in der Wüste? Was wolltest du schon immer mal machen? Sandengel. Der Boden hat hier übrigens heute Morgen geknackt, ne? Was? Ja, das so wie als ich mein Fenster zerscheppert habe. Also ich glaube wirklich, die Feuchtigkeit kam von unten irgendwie raus, wenn es kalt wird. Weil die ist echt von viel zu trocken zu viel zu feucht geworden heute Nacht. Krass, ne? Ich hätte das so gern gesehen, ey. Das meine ich. Die Wüste hat so, die Wüste hat irgendwas so Spezielles, weißt du? Also du musst diese Geheimnisse kennen, damit du darin gut überleben kannst. Ja, es ist echt auf jeden Fall sehr wirsch. Eine so eine verkrustete Schicht und darunter steinig, ne? Diggin. Oh! Okay, damit werden wir die nächste Stunde beschäftigt sein. Das sind deine Kindheitsträume, die gleich in Erfüllung gehen. Ja, deine. Ich war im Sandkasten. Vielleicht finden wir einen Schatz. Das fühlt sich so geil an. Leben ist das, ne? Das ist alles Leben. Ja. Da kann man sich anmalen. Ja, guck, nimmst du das so? Oder machst du es eigentlich ein bisschen nass? Gib mal ein bisschen Wasser. So. Und dann trocknet das gleich. Ist das das, was man zum Töpfern benutzt? Ja. Geil, kann man gleich töpfern. Jeden. Ich mache mir eine neue Schüssel. Da ist ein dicker Lehmklumpen. Hier unten wird es schon feucht, ne? Ja, mega. So, ein bisschen. Da wissen wir jetzt auch, wo die Feuchtigkeit immer herkommt hier. Ja. Boah. Nice. So befriedigend, die rauszuziehen. Nee. Lehm ist so cool irgendwie, ne? So geil. Ich liebe Lehm. Du kannst so unfassbar viel damit machen. Wir können hier eine Lehmhütte bauen, wenn du Bock hast. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir irgendwann. Es wird auch immer dunkler. Das fühlt sich so geil an, ne? Mega. Guck mal, wie sich die... Boah. Das ist jetzt alles nur noch Lehm da unten. Wenn wir jetzt eine Spitzhacke hätten, ne? Boah. Wenn wir uns da so durchfressen und so viel Lehm rausziehen, da kann man dann echt ein Haus bauen. Ja, das ist auch fester, ne? Relativ. Okay, jetzt kommt hier leider die Sonne so langsam. Das heißt, Lana fängt an zu töpfern. Wie machst du die Pasta? Einfach mit Wasser mischen und immer wieder schütteln? Genau, also es muss so eine gewisse Konsistenz haben und dann versuche ich das mal. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie so gemacht. Aber es ist auch heiß genug, dass man es dann in der Sonne trocknen lassen kann. Also ich würde erstmal sowas wie einen Teller versuchen. Ja. Eigentlich mischt man das auch manchmal mit... Zement oder mit Stein, also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Lehmhaus bauen würdest. Oder ich kann versuchen, ein Fundament aus Stücken oder irgendwas zu flechten, sag ich mal, und das dann mit Lehm schmieren. Aber ich guck einfach mal so, wie es klappt. Boah. Nice. Mega. Immer so Stück für Stück. Boah, fühlt sich das geil an, Alter. Ein bisschen noch, nur ein bisschen. Ein Schluck? Ja, stopp. Boah, Junge. Boah, das ist ja sofort, das ist ja mega. Boah, war dieses Geräusch. Ach, wie ich was. Beim Essen. Ja, dann machen was wir was. Was Schönes, kann man Aschenbecher. Marc kommt ja vorbei, wir machen ihm einen Aschenbecher. Ja. So, das ist der Boden jetzt erstmal. Und dann, wie sieht so ein Aschenbecher aus? Alter, ich brauche auch nicht. Das schenken wir ihm zum Geburtstag. Gemachte Aschenbecher, hör mal. Das ist schon krass. Das ist schon ein echt krasses Geschenk eigentlich, ne? Ja. So selber aus dem Boden gegraben und selber so ein Aschenbecher. Das Ding wird da auf ewig behalten. Ja, ist so. Das kommt vom Herzen. So, wir haben kein Geld hier, bitte schön. Das ist ein bisschen zermatschte Erde zum Aschenbecher geformt. Okay, fühlt sich ganz gut an. Wohin damit? Einfach in die Sonne. Bleh. Mega geil. Ich würde gerne meinen ganzen Körper damit einschmieren. Dann erstarrst du einfach in der Sonne und stehst wie eine Statue. Dann sehe ich aus wie der Boden, endlich meine Träume werden. Ja. Was ist denn so ein typisches Wüstenessen? Gibt's sowas? Es gibt, also die Beduinen kochen, das heißt Sarbsal, also du würdest jetzt, weiß nicht, Gemüse und Fleisch und sowas, und dann wird der Topf zugemacht und in den Boden gesteckt, ungefähr wie in so. Dann wird das, also mit dem Deckel halt eigentlich, aber wir können es ja einfach mal mit Alufolie probieren, wenn wir die Kartoffeln drin einwickeln, das auf die Kohle, das dann überdecken und dann einfach ein paar Stunden da drin lassen.
Ja, dann machen wir das mal. Boah, die Hitze macht aber einen echt ziemlich fertig. So, hier sammeln jetzt Holz, weil heute werden wir ein typisches Wüstengericht kochen. Wie Lana bereits erklärt hat, das wird im Boden gemacht. Dazu müssen wir im Boden heiße Kohlen vergraben. Wie geil. Wie findest du das Wüstenleben bisher? Schön, aber heiß. Ist mega heiß, ne? Ja, nicht vor, also wenn man nicht vorbereitet ist, ist es wirklich anstrengend. Ah, mal die Kohle. Normalerweise ist da so ein Ofen, der verschiedene Gitter hat, ne, auf den du dann erst Gemüse drauf machen würdest oder Reis und sowas und ganz oben kommt Fleisch drauf. So, wir haben hier jetzt Gemüse drauf und das ist natürlich Penner Sarp-Style, ne? Also total improvisiert. Yeah, beste. Ich mache jetzt das noch einfach, um so ein bisschen Platz dazwischen zu haben. Ah, ja, es ist heiß. Okay. So. Ist das abgefahren? Wir vergraben unser eigenes Essen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Man hört es schon kochen. Echt? Da unten. Das ist ja super heiß da unten. Ich höre doch so dieses Blubbern. Ja, ich höre das. Da kommt ein bisschen Rauch raus, aber ist nicht so schlimm. Was würdest du denken? Wie lange dauert das? 2-3 Stunden. 2-3 Stunden. Wir haben ja jetzt nicht so mega viel drin, dann wieder 5-3 Stunden. Die Sonne sagt, wir haben 17.38 Uhr. Wie lange war das jetzt? 2 Stunden. 2 Stunden, okay. Ist das noch warm? Nee, ne? Wir buddeln unser Essen aus. Die in Marokko können die das auch, ne? Ja, die können das richtig haben. Meinst du, die haben so ein Saab-Restaurant, wo alles im Boden eingegraben ist? Stimmt. So eine ganze Küche im Boden. Das riecht auf jeden Fall interessant, nach verbranntem Lehm. Sieht aus wie ein Döner. Macht Spaß. Zuzusehen, ja. Mit der Hand rausheben ist für mich keine gute Idee. Ist zu heiß? Ja, unten, ne? Ja. Boah. Tja. Oh, das ist das Löchskin. Aber noch gut warm da unten. Ja, das ist es. Ist schnell dunkel geworden. Es wird auch sehr schnell kalt. Das heißt, wir fratzen das und dann gehen wir pennen. Mm-mm, das ist nicht durch. Ihr weckt das nicht durch. Hi. Weil die Sonne nervt, ne? Boah, die ist schon voll weit oben. Das ist echt Scheiße, ne? Das Weiße reflektiert dann auch noch schön. Stimmt, ey. Ich genieße jeden kleinsten Windstoß hier. Das ist der dritte Tag. Ich muss zugeben, das ist härter als gedacht. Wir sitzen eigentlich die meiste Zeit nur in unseren Autos herum. Manchmal basteln wir irgendwas rum, aber müssen dann schnell wieder rein, weil die Sonne einfach viel zu heftig ist. Und wie Lana schon gesagt hat, die Sonne reflektiert nochmal vom Boden hoch und es ist einfach alles am Glühen hier. Heute haben wir es ein bisschen wolkig, also es ist etwas schattiger, aber trotzdem die Luft, ne? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Die zieht irgendwie die Feuchtigkeit aus meinem Körper raus. Und ich finde das auch tatsächlich irgendwie, weiß nicht, deprimierend hier zu sein. Du nicht? Also, ja. Weil es ist so, stell dir vor, wir wären jetzt in einem Wald. Das wäre eigentlich, das wäre viel schöner. Ja, ich finde, dass man sich irgendwann an der Landschaft zumindest auch satt sieht, beziehungsweise weil die Hitze so gnadenlos ist, ne? Ja. Dass man es gar nicht so genießen kann eigentlich, erst abends. Also abends ist natürlich, das macht dann wieder für den ganzen Tag nett. Ja, 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 das stimmt. Und am Anfang war noch das Interesse so cool, da haben wir noch Quatsch gemacht und sowas, aber jetzt mittlerweile ist so, keine Ahnung, das ist der dritte Tag jetzt, ich will eigentlich nur noch weg. Ja, ich freue mich auf Wasser, ich will einfach nur Wasser. Ich habe das Gefühl, egal wie viel ich trinke, dass ich auch irgendwie... Ja, das wird sofort wieder rausgesogen, ne, irgendwie. Ich fühle mich so, wie der Boden aussieht. Ja, ja, das beschreibt es ziemlich gut. So fühle ich mich. War ein nettes Experiment, aber es ist total scheiße. Ist komplett gehärtet, ne? Ja. Aber es hat Risse drin, ne? Genau. Ich traue mich deswegen nicht, den jetzt irgendwie zu belasten oder so. Ich glaube auch nicht, dass er einen Sturz überlebt, aber... Hm. Guck mal, ein selbstgemachter Aschenbecher. Das haben wir selber aus der Erde rausgezogen. Ja? Da, aus diesem Loch. Ey, wie solche Tiere. Was ist passiert die Tage?
Da wird sich Marc sehr, sehr freuen. Und dann fällt er direkt runter. Ja, so beim Ü rüber reicht der Glück. Achso, ich würde mich echt freuen darüber. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das halt massiv cool finde einfach. Wir überlegen jetzt die ganze Zeit, was wir noch als Fazit sagen sollen, aber es gibt hier einfach nichts. Und dann geht das auch viel zu matschig, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ne, ich kann auch nicht mehr denken. Ich muss echt diese schlechte Laune von mir irgendwie überdecken. Das ist mir auch zu anstrengend, weil ich habe das Gefühl, ich bin zu durstig, um das zu machen. Ja, ne? Ja, so ausgetrocknet einfach. Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht kreativ oder witzig sein kann. Nee, ich auch nicht. Aber dann war das jetzt schon mal so ein guter Einstiegstest. Um herauszufinden, dass wir die Hitze nicht abkönnen. Ja, genau. Aber Spaß. Ja, interessant war es ja. Ich kann die Landschaft einfach zum Verrecken nicht mehr sehen. Wieso ist so schön? Steine, Lehmklumpen. Ja. Weiß gar nicht, was auch nicht. Ja, was will man mehr, ne? Ich komme raus und ich will sofort wieder ins Auto zurückgehen. Ja. Ja, du denkst so, okay, jetzt ist gut mit dem Meer. Ja, ich gehe auch wieder ins Auto zurück. Ich habe keinen Bock mehr. Die Sonne kommt schon wieder raus. So, das heißt, wir packen jetzt die Sachen, sorgen dafür, dass hier keine Spuren übrig bleiben. Ich werde auch noch da runterrennen, weil guck mal, was der Wind runtergetragen hat. Mist, ne? Habe ich gar nicht mitbekommen. Deine Lehmsteinchen nasse, ne? Ja. Direkt schön neben den Kartoffeln. Auf dem Video sieht das so aus, als hätte ich den Müll mitgenommen, aber in Wirklichkeit haben wir den da reingeworfen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Hammer, ja. Das sieht aus, als wäre nie was gewesen. Aber das hier sieht man schon, dass jemand hier war. Brandplätze müssen verdichtet werden. Habt ihr alle keinen Bock oder was? Da soll ein Kran drauf mit 60 Tonnen. Und von der Wüste fahren wir jetzt wohin? In die Wüste. Wir haben noch einen anderen Spot gefunden, der aber weiter oben gelegen ist und wo es einfach Wasser in der Nähe gibt. Ja, gucken wir uns den mal kurz an. Bei euch ist das ja so ein... Wir sind da. Bei uns dauert das jetzt eine Stunde. Zack, sind wir da. So schnell geht das. Hier ist viel windiger, ne? Das ist geil. Das ist eine viel bessere Wüste, weil es hier ganz viele Feigenbäume gibt. Das ist eine Feige? Jetzt auch direkt Türen geknallt. Ist das eine Feige? Yep. Das sieht eigentlich oberwiderlich aus. Das riecht auch nicht besonders. Ja, das riecht nie besonders. Das ist mega geil mit Käse oder so. Ich trau mich. Leckerer Snack. Ziemlich geil. Welcher Dude hat das gesehen und dachte sich so, boah, das esse ich jetzt. Apropos Essen. Rate mal, wer wieder gespendet hat. Ja. Du kennst... Andi aus Sydney. Ja, genau. Wir sollen diesmal ins Essen gehen für 30 Euro, glaube ich. Geld, das dafür gedacht hat, dass du Lana zum Essen einladen kannst. Für nichts anderes. Nix Video, nix Reifen, nix Fenster, nix Experimente, nix Hildegard und nix Haferflocken. 20 Euro noch von Sven Thorsten Buchweiz. Vielen lieben Dank. Danke, frisch, frech und anders. Uns beiden alles Gute. Luki, 25 Euro. Ey, ihr seid echt der Wahnsinn. Danke für den Content, schaue wirklich gerne, auch wenn ich nur Kurztrips mache. Das machen die meisten tatsächlich, Kurztrips, ne? Ja, es ist nochmal was anderes, wenn man dauerhaft unterwegs ist. Mhm. Ist einfach dreckiger und härter. Macht bitte weiter so, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Mit so viel Unterstützung kann man nur weitermachen. Max mal wieder. Max. Weißt du noch, wer Max ist? Sophie ist Max. Hallo Sophie, liebe Grüße. Die fahren Mittwoch. Heute fahren sie nach Italien tatsächlich. Oh, nice. Krass, ne? Ja, Italien steht bei uns ja auch auf der Liste. Mhm. Ja, was zu sagen, genau. Wir suchen uns eine Route aus und fressen uns dann komplett durch Italien. Du frisst dich überall durch, ne? Das ist dann original. Ja, eigentlich schon. Aber es klingt ja, die ganze Zeit. Meine Finger sind noch klebrig vom Fressen. Thomas RS, 5 Euro, Candlelight Dinner mit Lana. Was? Mit 5 Euro kommt man nicht weit? Für eine Kerze, Haferflocken und eine Tüte Wein wird es ja wohl reichen. Das hole ich. Ich hole eine Kerze, eine Flasche Wein und eine Tüte Haferflocken. Ey, ich finde es super. Dann, euer Herzog, vielen Dank. Euer Herzog, kennst du auch noch, ne? 10 Euro von deinem ersten oder zweiten Follower, das stimmt, du bist echt ewig dabei. Mach damit, was du willst, aber wenigstens 2 Sekunden meinen Kanal. Checkt seinen Kanal aus.
checkt seinen Kanal aus. Guck mal, was der macht. Wo wir gerade von Essen reden. Discounter-Delikatessen. Geil. Ist eigentlich echt eine geile Idee. Ey, wenn du es geschafft hast, dann wirst du fürs Fressen bezahlt. Eigentlich, ich wünsche dir viel Erfolg, mein Freund. Peter H., danke für eure informativen Videos, bezogen aus den Erfahrungen, die ihr gesammelt habt. Die Kohle für Kraftstoff. Dankeschön. Das geht immer. Schwarzes Schaf, 12 Euro. Ich bin durch einen Kumpel auf eure Videos gekommen. Ich feiere dich einfach, dieses verpeilte, chaotische und verrückte. Ich weiß nicht, was du meinst. Einfach genial, macht weiter so. Auf jeden Fall. Olivender, macht Spaß zuzuschauen. Kleines Danke fürs Mitnehmen. Ey, ist mir so eine Freude. Meine Laune steigt auch direkt. Nicht nur wegen der Spenden, sondern weil es auch endlich kühl wird. Und hier ist es echt super windig, ne? Ja. Ich liebe das. Und guckt euch diese Aussicht. Dort haben wir solche Berge. Und hier haben wir so eine Schlucht. Oder Tal. Mega. Guckt dir das an, ey. Wie die Straße da hochführt, ne? Aber guck mal, da unten auch so steil. Ja, du weißt, dass wir da rein müssen. Ja, da unten auch. Da hinten auch, diese Halbgebäude. Höhe da hinten. Oh, ja, ja. Ja, das war bestimmt mal ein Steinbruch. Vielleicht kann, darf man da gar nicht runter. Ja, aber auch, weil einfach dieses Grün im Auge ist. Ich glaube, das gibt einem schon mal so das Gefühl von Leben. Und Ja, stimmt. Das hier komplett 360 Grad. Ja, ja. Ja, das Wasser. Meinst du, das stürzt ein? Ah, das könnte ein Strom. Ja, das war mal ein Fluss. Stimmt. Also da ist auch immer noch was da drin. Ich höre das auch. Das ist der Fluss, den du auf der Karte gefunden hast. Ne? Da gehen wir dann später, aber damit wollen wir euch nicht quälen. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Haben wir irgendwas falsch gemacht in der Wüste? Wir haben eigentlich wahrscheinlich alles falsch gemacht. Ja. Wir werden ja nach Marokko fahren. Schreibt uns gerne eure Tipps. Das ist immer der Hammer, was in den Kommentaren zusammenkommt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und... Hast du noch letzte Worte? Nö. So schön. Wir sehen uns unterwegs. Achso. Wir sehen uns unterwegs.